Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal einen Soundtest mit dem Comica VM40. Ich habe es hier auf meiner Sony A6700. Ich habe das 16mm Serui-Objektiv drauf und ihr seht, das Mikrofon kommt nicht mit ins Bild. Ich habe es auch schon mit meinem 11mm Objektiv ausprobiert, da kam es auch nicht mit rein. Ich habe den Comica-Puschel oben drüber, aber nicht den Windpuschel. Und die Halterung steht quasi auf der vordersten Stufe, also ich könnte noch circa 5 cm weiter nach hinten verschieben. Also von daher passt's. Und wir machen jetzt mal ein paar Tests, wie der Sound ist. Ich habe eine Armlänge weg, ist das Mikrofon gerade von mir. Und das Schöne ist, das Ganze kommt jetzt mit einer App und ihr könnt alles zu- und ausschalten. Ich schalte jetzt mal den Low-Cut-Filter ein. So hört sich das Ganze mit Low-Cut-Filter an. Ich kann in der App zum Beispiel auch sehen, wie lange der Transmitter noch Batterie hat und wie lange der Receiver noch Batterie hat. Ich schalte den Low-Cut jetzt wieder aus. Ich schalte jetzt mal den High-Frequency-Boost ein. So hört sich das an, wenn der High-Frequency-Boost am Comica VM40 zugeschaltet ist. Das ist die Soundqualität mit High-Frequency-Boost und wir schalten den Low-Cut jetzt auch noch dazu. Jetzt haben wir Low-Cut und High-Frequency-Boost aktiviert und das geht ganz bequem alles über die App. Jetzt schalte ich noch die Noise auf Low mit dazu. So, jetzt haben wir die Noise auf Low, wir haben den Low-Cut-Filter ein, wir haben den High-Frequency-Boost ein. Hier kommt jetzt gleich gerade ein Flugzeug vorbei. Bin mal gespannt, ob das rausgefiltert wird. Ich schalte jetzt die Noise auf High ein. Das ist jetzt alle Filter, die wir einschalten können, mit drin. Die Noise ist auf High, High Frequency Boost ist an, Low Cut ist an. Jetzt schalten wir mal High Frequency aus und die Noise ist nach wie vor auf High. Und so hört sich das an, wenn High Frequency Boost ausgeschaltet und die Noise auf High ist. Wir schalten die Noise auf Low. So hört es sich an, wenn die Noise auf Low ist und der Low-Cut-Filter eingeschaltet ist. Und jetzt schalten wir einfach mal ganz verrückt den Low-Cut-Filter aus und die Noise ist auf Low. So hört sich das an. Also ihr seht, ihr habt viele Möglichkeiten und jetzt ist die Noise auch komplett aus. Viele Möglichkeiten mit dem Mikrofon. Ich werde die Soundfiles nicht bearbeiten, so wie sie aus dem Mikrofon kommen. Seht ihr sie dann oder hört ihr sie dann besser gesagt. Und ich finde den Klang sehr schön, muss ich sagen, vom Mikrofon. Eigentlich muss man gar nicht großartig was machen mehr, finde ich. Da kommt schon richtig gute Qualität raus. Und ich bin ein riesiger Fan von der App, dass ich das alles hier drüber machen kann. Ich muss da nicht an dem Receiver rumdrücken, ich muss da nicht am Mikrofon rumdrücken. Gerade als Content Creator, wenn man eine One-Man-Show ist, ist das eine richtige Hilfe, dass ich das alles hier drüber einstellen kann. Ich kann hier auch die interne Aufnahme starten und stoppen im Mikrofon, also die 32-Bit-Float-Aufnahme starten und stoppen. Ich kann den Gain hier verändern vom Receiver. Ich kann allerdings nicht den Gain vom Mikrofon verändern hier, zumindest nicht auf dieser Seite. Und ja, das ist ein richtig gutes Komplettpaket. So, ich habe jetzt mal hier das Fenster zugemacht, damit hier mal ruhiger ist und der ganze Lärm von draußen nicht reinkommt. Es ist natürlich nicht so ruhig wie bei mir unten im Studio, aber ich hoffe, ihr habt so ein bisschen den Eindruck bekommen, wie das Mikrofon klingt. Wie gesagt, ich werde keine Bearbeitung machen vom Sound, und damit ihr the pure thing kriegt hier. Ich werde jetzt bei dieser Aufnahme mal ein bisschen Voice Isolator drauf machen, damit ihr eventuell auch hören könnt, was man mit ganz wenig Bearbeitung später rausholen kann. Ich bin auch mal gespannt, wie es sich hier anhört. Es ist ein großer Raum, der ist nicht irgendwie schallisoliert und sonstiges. Ich bin jetzt mal ruhig, damit wir mal den Grundton vom Mikrofon hören. Also ob der dann irgendwo hochlegt und man hat so ein Brummen oder ein Rauschen. Also. So, ich denke mal, das sollte genug sein. Und wie gesagt, ich finde das Komplettpaket super. Ich liebe diese App, weil man einfach so schnell alles da einstellen kann. Ja.
Ja, schreibt mal drunter, wie euch der Klang vom Mikrofon gefällt. Und packt euch mal einen Link unten rein, falls ihr es euch angucken wollt oder falls ihr es bestellen wollt. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.